Guten Tag. Wie ihr schon vom Anfangsbild gesehen habt, wollte ich heute eine Quillingeule mit euch basteln. Und ja, das ist auch so eine Leidenschaft von mir, mit den Quillingen, mit den Papierstreifen zu arbeiten. Ich hatte mir beim vorletzten Mal, wie ich auf Teneriffa war, mir dieses hier mitgebracht gehabt, die Quillingstreifen noch. Und diese haben die Maße 3 mm mal 3, mal 39 cm. Und das sind jetzt die Farben, aus denen wir die Eule ja basteln wollen. Und dann wollen wir mal loslegen. So. Wir brauchen dazu insgesamt 20 Streifen. Und wir fangen mit dem Auge an. In der Mitte kommt das Schwarze, dann kommt also ein Hellgrün und dann kommt das Dunkelgrüne. Und die verkleben wir jetzt erstmal miteinander. Ich habe hier ganz normalen Papierkleber, so ein Bastelkleber ist das. Leicht mit Druck. So. Und dazu brauchen wir so ein Quillingwerkzeug. Das hat hier so einen kleinen Schlitz. Und ich habe auch hier noch einen anderen, etwas vom Durchmesser her etwas kleiner. Aber ich arbeite jetzt mit dem blauen hier. So, dann geht es hier rein. Und dann wird aufgewickelt. Ich nehme den Daumen immer so leicht für die Führung. Aber es verrutscht trotzdem immer noch ein bisschen, dass das nicht gleich auf gleicher Höhe ist. Aber das kriegen wir nachher noch sortiert, wenn wir es dann abgemacht haben. So, jetzt wickel ich die ganze Sache auf. So, jetzt habe ich es abgemacht. Jetzt kann ich mir das noch ein bisschen sortieren und noch ein kleines bisschen fester ziehen, nicht zu doll, sonst reißt das Papier. Und dann mache ich hier einen kleinen Tropfen Kleber drauf, halt einen kleinen Moment fest, streiche da noch mal rüber. Und dann haben wir das Auge fertig. So, ich hatte vorher schon eins angefertigt gehabt und dann haben wir auch das zweite Auge. So, jetzt brauchen wir noch mehr Streifen. Ich habe gesagt, wir brauchen insgesamt 20. Jetzt nehmen wir nur einen Einer. Ich habe jetzt das Hellgrüne genommen. Wieder einen Tropfen Kleber drauf und verstreichen.
So, von dieser Farbe brauchen wir jetzt, also von dem hellgrünen, brauchen wir jetzt insgesamt 6. Die hatte ich mir auch schon vorbereitet gehabt hier. Gut, dann habe ich hier noch ein Dreier vorbereitet. Das ist der Bauch sozusagen. Da habe ich das dunkelgrüne genommen, das hellgrüne genommen und gelb ringsherum. Und die werden jetzt hier ringsherum angeklebt. So, das werden wir mal zusammen tun. Ich habe hier noch so ein kleines Stück Folie und da backt es das nicht so fest. Ich gucke dann, wo der Klebestreifen hier ist und da klebe ich das dann auch fest. Ich benutze dazu noch meine alte Uhrmacherpinzette. So, und lass das etwas trocknen. So, in der Zwischenzeit können wir noch die anderen Streifen vorbereiten für die Arme und für die Ohren habe ich mir das dunkelgrüne ausgesucht. Die rollen wir jetzt hier wieder so auf. Dadurch, dass ja die Ohren und die Flügel ja noch ein bisschen größer sind, versuche ich hier das ein bisschen, upala, ein bisschen zu lockern. Naja, man kann das immer noch wieder ein bisschen festziehen, wenn ein das zu groß ist, rutscht mir das hier aus der Hand. Aber und von der Größe möchte ich jetzt 4 haben.
So. Jetzt gucken wir hier mal. Ja. Die legen wir uns erstmal beiseite. Und dann arbeiten wir mit diesen hier weiter. So, dazu nehme ich einen dunkelgrünen. Und klebt mir den um diesen Rand. Mach hier erstmal Kleber rings, versuch mal ringsrum, ne, erstmal hier das Stückchen hier. So, lege ich mir das wieder auf mein Pergament drauf. So, jetzt können wir auch schon die Augen aufkleben. So, und das zweite Auge. So, jetzt hatten wir ja hier die etwas größeren Ringe vorbereitet und das sollen jetzt die Ohren werden. Die drücke ich jetzt so in der Mitte hier zusammen. Und drücke sie so nach oben. Den zweiten auch. Wie ein Auge hier so zusammendrücken und nach oben biegen. Und dann werden die hier so angeklebt. Das gleiche machen wir mit den Armen. Oder mit den Flügeln sind das ja. Ja.
So, dann wollen wir jetzt noch die kleinen Füßchen unten ran machen. Dann nehme ich die gelben. Die teile ich erstmal. Und dann noch einmal. So, dass dann vier gleich große Stücken entstehen. So, die rolle ich mir dann wieder auf. Klebst du mal denn hier unten fest? So, um der ganzen Sache noch ein bisschen Festigkeit reinzubekommen, werde ich das jetzt hier mit dem Kleber drauf tropfen überall. Die ganze Sache noch ein bisschen verteilen hier. Dazu habe ich hier so eine Stricknadel genommen. Okay, und dann kann das über Nacht jetzt trocknen und dann werde ich morgen euch das Ergebnis zeigen und wie es dann weitergeht. So, meine Lieben, nun bin ich mit der Eule fertig geworden. So sieht sie jetzt aus. Ich habe sie am Abend, also so nach 4-5 Stunden, nochmal von der anderen Seite mit dem Kleber eingeschmiert und ja, es ist fest geworden, also bewegt sich hier nichts mehr. Ich hatte am Abend noch eine Eule gemacht, die habe ich nur geklebt und noch nicht mit dem Kleber in der gesamten Fläche eingeschmiert. Und da ist das doch alles relativ weich. Und die besprühe ich dann oder die mache ich dann auch noch mal mit dem Kleber, mit dem Papierkleber. Auch nochmal die ganze Fläche. Ja, dann hatte ich ja gestern auch nicht mehr diese Öse hier oben rangeklebt gehabt. Das habe ich dann im Nachgang auch nochmal gemacht. Und zwar habe ich die Öse mit so einer ganz, ganz dicken Stricknadel gemacht. Die passt dann hier sozusagen so durch, dass man das dann hier als Anhänger nutzen kann. Entweder man nimmt sie dann her für eine Kette. Und da habe ich hier so ein Wachsband genommen
das kann man so als Kette nehmen, aber ich möchte damit heute noch zusammen mit euch ein Makramee-Band machen. Und zwar als kann man das dann als Schlüsselanhänger nehmen oder als Taschenverzierung. Da kann man ja dann noch so einen Schlüsselring, wie gesagt, ranbringen, zusätzlich nachher bei dem Makramee-Band. Und dann wollen wir mal loslegen. Wie gesagt, ich habe das jetzt hier so durchgefummelt, dann so eine Öse gemacht. Dann habe ich hier noch einen zusätzlichen Faden abgeschnitten von dem Wachsband. Nimm so ungefähr die Hälfte, dass denn zu allen Seiten so gleich lang wird. So. Gut. Wir fangen jetzt hier an mit der linken Seite und den rechten Faden schiebe ich dann hier so durch. Verknote das schön. Jetzt geht es weiter mit der rechten Seite. Schiebt das denn hier so durch. Verknote die ganze Sache. So, dann kommt die linke Seite wieder dran. Hier so oben rüber. Und hier unten durch. Und dann geht es weiter mit der Verknotung. Rechte Seite wieder. Und dann, wie gesagt, immer im Wechsel. Wenn ihr zwischendurch mal eine Pause macht mit der Verknotung, ist das immer dieser letzte mit dem Wulst hier, der wieder anfängt. Hier rüberlegen, hier unterschieben und verknoten. So, wenn ihr das jetzt, wie gesagt, als Schlüsselanhänger könnt ihr da jetzt so einen Ring hier mit reinschieben und den dann mit verarbeiten. Oder ihr nehmt so einen ganz normalen Ring. Also, das ist dann ja euch überlassen. So, seht ihr, jetzt habe ich da schon einen Fehler drin. Jetzt sind hier zwei Knoten auf der Seite. Habe ich die falsche Seite genommen. Rutsche ich hier nochmal. So. So, ich mache es jetzt noch zu Ende und zeige euch dann nachher noch weiter das Ergebnis. Bis gleich. So, dann habe ich soweit fertig. Ich habe dann noch einen Schlüsselring rausgesucht gehabt. Und so sieht die ganze Sache jetzt aus. Und Ideen für die hübsche Eule hat man sicherlich ja reichlich, was man damit machen kann. Aber ich fand jetzt den Schlüsselanhänger oder für den Einkaufsschip oder sowas auch eine ganz nette Idee. So, das Gute an dem Wachsband ist, dass man das mit dem Feuerzeug auch veröden kann. Und das möchte ich jetzt gerne mit euch tun.
So. Werden die Ecken, wie gesagt, ein bisschen angebrannt hier. Verschmilzt das denn und sofort draufdrücken und dann verkleben. So. Und die anderen beiden, die möchte ich auch so lang lassen. Die klebe ich jetzt miteinander zusammen. Okay, nun ist das gute Stück fertig und die andere Sache werde ich noch als Kette machen, aber erst dazu muss sie ja noch ein bisschen mit dem Kleber fixiert und festgemacht werden. Okay, dann habt einen schönen Tag und viel Spaß beim Nachwerkeln und Nachbasteln. Eure Janni.